Oh mein Gott. Der will be blood? Na, der will. Don't will be blood. Der will be Temtem. Finally! Warte, lass mich hier im Marker setzen, damit ich weiß, dass wir hier wieder aus der Macht der Schlange rausgekommen sind. Kann ich nachher mal gucken. So. Fuck. Oh, ich habe die vitalen Äpfel diesmal bekommen. Ich dachte schon. Ich laufe Gefahr, dass ich jetzt wieder hängen bleibe. Das wäre ätzend gewesen. Was soll ich denn hier in der Klasse? Was lernen wir hier denn? Oh ja, hallo. Du bist bestimmt... wo ist die Liste gleich nochmal? New? Hi. Hallo, bitte setz dich und hör zu. Also fangen wir an. Wer von euch kann mir alle elementaren Feuer-Temtem nennen? Irgendwelche Freiwilligen? Ich muss nach Hause. Ich habe den Herd angelassen. Was ist mit dir? Hallo, junger Schüler. Wie heißt du? Guybrush. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Such dir jedenfalls einen Platz, wenn wir gerade mit dem Unterricht beginnen. Bitte öffnet alle euer Temtem-Statistikenmeistern-Buch auf Seite 6. Nö. Zweite Etage. Pizzamampf. Kreativ. Oh, die Schulleiterin Deutscher. Ist das hier meine Klasse? Nein, ist das nicht. Ich bin die Schulleiterin und dies ist mein Büro. Außerdem bin ich furchtbar beschäftigt. Gibt es einen Grund, warum du hier sein solltest? Kann ich dir irgendwie helfen? Du mir helfen? Du solltest deine Nase tief in irgendwelche Bücher vergraben. Es gibt ja doch etwas, was du für mich tun kannst. Kennst du Yusuf oder Roger? Das sollten Klassenkameraden von dir sein. Nein. Und ich kann sie nirgends finden. Sie schwänzen ständig den Unterricht. So wie du, aber ehrlich gesagt mache ich mir langsam Sorgen um sie. Kannst du sie für mich finden? Wo sind sie zuletzt gesehen worden? Leider habe ich sie heute noch gar nicht gesehen. Irgendein Tipp? Ich weiß nur, dass Roger ziemlich darauf gefreut hat, ein Surfbrett zum Geburtstag geschenkt zu bekommen. Das war letzte Woche. Okay, also gut. Bitte sei diskret. Wir wollen auf keinen Fall Carlos involvieren, um offizielle Unterstützung daraus zu machen. Die Akademie hat einen guten Ruf zu verlieren. Komm zurück, wenn du sie findest. Im Gegensatz bekommst du garantiert gute Noten. Ach, so funktioniert das also. Interessant. Wer bist du? Hallo, bitte sei beim nächsten Mal pünktlicher. Der heutige Unterricht ist fast vorbei. Okay, sure. Aha! Ich habe ein Item aus einem Mülleimer bekommen. Temtem ist jetzt schon besser als Pokémon Sword. Oder Shield. Hier gibt es wenigstens noch Items in Mülleimern. Okay, wir haben Sidequest. Bist du Roger? Nee, ne? Nee, du bist der frustrierte Surfer. Vielleicht hinten am Wasser. Auf der anderen Seite. Dum, da, dum. Vielleicht hier irgendwo. Wer warst du? Hallöchen. Stör dich nicht an mir. Wie heißt du? Ich bin Pino der Seebär und du? Mein Name ist New. Freut mich, dich kennenzulernen, Neo. Woher kommst du? Ich bin too crazy, ja? Von der anderen Seite des großen Wassers. Es ist eine große Welt da draußen. Das wirst du bald herausfinden. Möge die Winde immer zu deinem Vorteil wehen. Scheinst nett zu sein, Neo. Komm mir dazu, wenn du ein paar wundersame Selaro-Geschichten hören willst. Erzähl mir mal so eine Geschichte. Welche willst du zuerst hören? Ach du Scheiße. Kann ich mich umentscheiden? Gib mir Kriege. Vor langer Zeit, bevor die Erde entzwei brach, gab es in Denzin zwei große Festungen. Beide von ihnen waren gleich an Erhabenheit. Eine davon war am südlichen Rand
Die war just nachdem das Wasser sich regte und Theresia darauf erbaut wurde. Die andere ragte stolz über den Klippen. Ihre Türme ließen alles von menschlicher Hand erbaute winzig erscheinen. Wo sind sie dann genau? Die im Norden ist ziemlich offensichtlich. Der alte verfallene Ort, den wir windgemachte Festung nennen, muss einer der Türme gewesen sein. Die anderen nur nicht. Komm auf Theresia, wir haben keine großen Gebäude, da habe ich keine Ahnung. Sind sie echt? Aber natürlich, erzähl weiter. Natürlich gab es einen Krieg. Könige und Kriege gehen Hand in Hand. So wie das Meer und der Regen. Viele gute Frauen, Männer und Temtem ließen ihr Leben sinnlos auf dem Grund des Silaro. Als es nach vielen Schlachten noch immer keinen Sieg und keinen Besiegten gab, holten sich beide Verbündete von jenseits von Denets. Aus dem grünen Arbury kamen tapfere Ritter in funkelnden Rüstungen, ihr Beckenhauben strahlten förmig unter der Pannensäule, ihre Schwerter waren vom Blut ihrer Brüder rot gefärbt. Aus dem nebligen Chipanku kamen wilde Krieger in ihren goldenen und nachtschwarzen Yoroi. Ihr Kriegsschrei war erschütternd und sie waren furchtlos im Kampf. Ehrvoll waren die Bestreben allerdings nicht. Warum kämpfen sie? Wer weiß. Einfach weil sie Bock hatten. Abruriana und Chipanki? Chipanki klingt super. Ja, die südlichen Fürsten hatten Freunde unter den Chipanki, da beide Völker arbeitsam waren und es liebten zu reisen und Handel zu treiben, doch damit ließen sich beide zu einem geteilten Verderben verleiten. Die Fürsten im Norden hatten Familienbanden mit einem arabischen Herrscher und konnten dem Ruf den Waffen nicht abweisen, selbst wenn die ins sichere Verderben schickten. Der Krieg tobte viele Jahre lang, bis die Götter erzürnt vom sinnlosen Schlachten ihre Wut auf das Land herabfielen und Arbury und Chipanku regelrecht abhakten. Und dann endete der Krieg, ohne Gewinner und Verlierer, sondern mit äußerst und allgegenwärtigen Erschöpfungen. Abhakten? Ja. Oh, das vergaß ich zu erwähnen. Da waren sich Chipanku, Arbury und Denzian auf einer Insel. Dann entschieden die Götter, dass es am besten sei, sie zu teilen. Zwei kraftvolle Schwünge mit ihrem göttlichen Schwertern, zack, zack. Und so ist bis heute geblieben. Wer hat am Ende gewonnen? Die Bewohner von Arisola waren es leid, Brüder und Töchter an den Krieg zu verlieren. Sie rebellierten und setzten den König ab. Sobald sie diese Nachricht vernahmen, entledigten sich die Türkise ihrer Herrschaft. Der Krieg war vorbei. Mit der Zeit fielen die Festungen und Silaro verschluckte ihre Steine, Bretter und Nägel. Nur Silaro bleibt. Kein Krieg wird jemals von Männern, Frauen oder Temtem gewonnen. Der Silaro beansprucht, sind es alles für sich. Vielleicht. Nun, kommen wir derzeit wieder. Nee, ich habe genug Geschichten für die nächste Zeit. Definitiv. Wer bist du? Theodora, entschuldige, weißt du vielleicht, wann die Ferien nach Türkisa kommen? Keine Ahnung, tut mir leid. Nun ja, da muss ich wohl weiter warten. Ich mache mir langsam Sorgen, dass sie gar nicht mehr kommt. Hast du irgendwas darüber gehört? Nein, aber ich kann ja mal nachfragen. Würdest du das tun? Das wäre toll. Ist auch kein langer Weg bis dahin. Könntest du es bitte herausfinden? Okay. Habe ich irgendwie einen Questlog oder so? Wait a second. Ich habe doch hier... Die kann ich nicht anklicken. Aufgaben kann ich auch nicht anklicken. Okay, cool. Also ich muss mir das so merken, ja? Schön. Eigentlich suche ich ja die beiden Typen mit dem... Die Schule schwänzen, aber irgendwie. Ah, hoi, Landratte. Ich suche nach einem Seemann. Da bist du hier richtig. Das könnte ich Artinia oder der alte Gesandte Pin der Bär sein. Ich muss jetzt gehen. Weil hier scheinen die Pappnasen nicht zu sein mit ihren Surfbrettern. Wen suche ich nochmal? Yusuf und Roger. Also in der Stadt scheint nichts mehr zu sein. Wir gehen einfach mal weiter. Wer bist du? Ich bin Bändiger. Schau mich an. Achso, ich schau dir meine Temtem-Pflanze an. Und hast du wenigstens den Hauch einer Chance im Kampf gegen die wilden Temtem hinterlasse ich in Klippen. Dann viel Erfolg. Aber pass auf, wo du hintrittst, die Felsen
sind von der hinaufspritzenden Gicht ganz rutschig. Okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Komm schon, Server, ich glaube an dich. Ich muss bei Surferbrettern gerade an Fliff denken. Boah, Alter, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gekriegt. Gibt's das Game überhaupt noch? Existiert das noch? Komm schon, Spiel. Bitte mach keinen Scheiß. Das wäre ziemlich ätzend, wenn das jetzt wieder abgekackt wäre. Aber das hat eben so gut funktioniert. Come on. Steht irgendwas in Discord? Nope. Fliff war schlimm, ja. Wie schön er betteln kann. Ja, ich will das Spiel spielen und also die Zeit, wo es halt jetzt eben ohne Probleme funktioniert hat, war halt super gut, super nice. Hat halt super gebockt. Zwei Grad geht halt gar nichts mehr. Ja, weil das Ding ist, wenn ich mich jetzt nochmal auslogge, sitze ich wieder halt Jahrhunderte in der Warteschlange, ne? Das ist halt auch scheiße. In 2 bis 3 Monaten kannst du dann richtig spielen, weil keine 30k Leute rein wollen. Ich glaube nicht, dass das 2 bis 3 Monate dauert, aber es ist... Gerade ist das erste Mal, dass ich, wie gesagt, ich habe da heute einfach keine Geduld für. Das ist einfach mein Problem. Ja, funktioniert gut. Ja, also nochmal setze ich mich nicht in die Warteschlange spiel. Also entweder funktionierst du jetzt oder wir versuchen es morgen nochmal. Ich habe einfach das Gefühl, wir brauchen mehr Server. Definitiv mehr Server. Hast du gestern alle Synchro-Punkte in Odyssey gefunden? Oh. Oh. Wollen wir da echt drüber reden? Da war ich ja heute Morgen so mad drüber. Ich habe heute Morgen in mein Uplay geschaut, weil ich einfach dachte, Alter, es kann doch nicht sein, dass ich 99% Synchro-Punkte habe. Aber ich finde den letzten nicht. Fun Fact, ich hatte alle, aber dieses Overlay von Uplay aktualisiert nicht on the fly. Das heißt, ich habe gestern ungefähr eine halbe Stunde damit verbracht, mich wahnsinnig zu machen, weil ich den letzten Synchro-Punkt nicht gefunden habe, weil das Overlay nicht aktualisiert hat. Weil wenn ich Uplay jetzt aufmachen würde und wir nachgucken, steht da 100%. Und ich war dezent mad, als ich das heute Morgen gesehen habe. Dezent.
Ja. Das funktioniert ja super. Nämlich gar nicht. Vergiss dir gar nicht, wieso du mad warst. Ach, vielleicht, weil ich eine halbe Ewigkeit rumgesucht habe. Also ich meine, ich verstehe, ne, dass abends, ne, so ein Server ein bisschen mehr ausgelastet ist, weil, ne, Server wurde neu gestartet. Wurde der neu gestartet oder bin ich timeout? Wenn diese Zahl jetzt nicht super flott runtergeht, ne? Steht hier was von Serverneustart? Nö. Letzte News ist von 19 Uhr. Das ist jetzt ein Schacht, oder? Das ist jetzt echt ein Schacht, ey. Ja, und die Zahl geht auch nicht runter, ne? Ich warte auf eine Aktualisierung. Wenn eine Aktualisierung nur so sagt, so, oh, du bist jetzt 13.000 in der Warteschlange, dann machen wir Feierabend für heute. Ja, alles klar, wir machen Feierabend für heute. Da habe ich heute nicht die Geduld für. Absolut nicht. Sorry. Das ist, nee. Ja, wie auf Stichwort, ja, echt auf Stichwort.